Hallo. Hallo, unerhörliches Mal Moin, herzlich willkommen zurück zu I the Somnium Files. Wir sind mitten in Iris Kopf, Alter, um rauszufinden, Kopf, Kopf. was mit hier, mit dem Mord an Renju ist, ne? Genau, ja. Oh ja, jetzt wird's spannend. Ja. So, wir haben vier Mental Locks. Und Mental Locks 1 ist schon. Watch the murder, look at the blood. Ich wollte fragen, ist kein Sound, aber. Ja, wollte ich auch gerade fragen. A CRT-TV. Okay. Spin the dial. Mal zwei kriegen wir da aber. Was heißt denn der Totenkopf mal zwei? Dass die Zeit mal zwei gerechnet wird. Also sprich, wenn du es aktivieren würdest, würde es jetzt 60 Ich sein. drehe am Knopf. Oh. What? Das ist ein Opfer vom ersten Cyclops-Killer, oder? Gewesen? What is this video? It is difficult to believe, but these are the faces of the victims of the original Cyclops killer. What? What is going on here? Iris, what are you hiding? We should continue. There are more objects to inspect now. Oh. Okay, dann gehen wir rechts lang. Okay. Negative Timey. You picked up a Timey that has a negative effect. Also wir haben einen Timey aufgesammelt, der einen negativen Effekt hat. Negative Timeys können die Zeit multiplizieren oder dich zwingen, sie zu benutzen. Wenn du einen aufsammelst, sei vorsichtig. So, da. Spiegel. Naja, Spiegel, was gibt's noch? Da ist ein Torso, Auto. da ist eine Knarre. Und die Tür. Spiegel, ne? Oh. Strangle it. Strangulier es. Full body mirror. Ja, den müssen wir jetzt benutzen. Also den Timey müssen wir jetzt benutzen. Was machen wir? Ich würde jetzt hier gerade erstmal gar nichts machen. Nochmal weggehen. Okay. Und nochmal vielleicht bei der Gun gucken. Oder beim Torso. Vielleicht gibt es da irgendwelche. Ein Torso mit dem That Kopf, has a head. genau. Is it still called a torso? What would you call it? Meine Hoffnung war, dass wir etwas finden, was weniger Zeit beansprucht, damit das mal zwei nicht ganz so schlimm ist. Okay. Aber hier wäre ja dann Choke die richtige Wahl, ne? Würgen. Richtig? Weil wir sollen ja etwas strangulieren. Etwas oder jemanden. Aber ich will keine 90 Sekunden für Choke benutzen. Wir gucken mal bei der Gun nochmal. A revolver. Is it real? Warum hängt It der da? appears that way. Jump? Investigate. Können ihn untersuchen. Dann ist der Timey weg. Okay, mach. It is a pistol. It appears to be fixed with a vice. Why would this be here? What's this? The trigger. There is a stick in the hole of the trigger guard. That's suspicious. Okay. Left, Date. Dann können wir Gehen wir jetzt jetzt. wirken. Genau, jetzt gehen wir würgen. Mit Timey, ne? Ja, dann dauert das nur 9 Sekunden. Das ist super. Ach, der hat schon ein Seil um den Hals. Das habe ich gar nicht gesehen. Gott, der Blick. Irgendwie macht mir das Angst. My consciousness is being affected. While I was unconscious, the room changed. I'm tired of this. We have no choice but to investigate.
Okay, das war das Mental Lock. Das war ja easy. Ja. Mental Lock 3. Beat it to death. Schlag ist tot. Schlag ist so beat it to death. Ah, den Miro schlagen, ne? Den Spiegel. Ja, da hinten ist halt auch noch jetzt der Fernseher. Und hier ist ein Operationstisch. Da vorne war noch eine Medizinflasche. A full body mirror. Sollen wir den jetzt punchen, ja? Würde ich machen, ja. Are you sure I can break this mirror? No, I don't think you have the strength to break it. Then why did you ask me to, pervert? Warum denn pervert? And I'm not a pervert. You see? It won't break. What was the point of that? Okay. Das war nicht so clever. Aber wir behalten unseren Timey die ganze Zeit, ne? Vielleicht sollten wir wirklich den anderen Fernseher. Ja. An old television. When the dial hit. Kann es sein, dass du den Timey nicht benutzt hast? Doch. Ach, ich muss auf A drücken zum Benutzen. Ja, dann jetzt turn the dial. Deswegen hat das die anderen Male auch nicht geklappt beim letzten Traum, weil ich immer zu dumm war, nochmal A zu drücken. Was sehen wir jetzt hier? Wird mit der Medizinflasche verprügelt. That video showed the face of a victim of the original Cyclops killer. It appeared to be the second victim. Das heißt, mit der Medizinflasche auf den Spiegel prügeln? Unknown. I do not have enough information. Guess that means we have to investigate more. Eine Option auf jeden Fall, ja. Oh, hat sich wieder alles verändert. Nee, ich würde aber sagen, darauf. Ja, dann den Torso. Aber wir brauchen die Medizinflasche. Als Waffe. A drug bottle that holds some kind of liquid. Ja, einfach Pick-up, ne? Haben wir nicht. Chuck ist ein Schluck nehmen. Ja, machen wir mal Investigate. There is no label. I cannot determine what is inside. It's probably dangerous. I agree. We should not touch it if we do not know what it is. Even in Somnium, some things should not be done. Okay, verstehe. Jetzt können wir auch nichts mehr damit machen, richtig? Also, wir können immer noch die anderen Sachen tun, okay. Nee. Ja, dann den Torso verprügeln, oder? A torso similar to a fashion mannequin. Punch. Punch, Alter. Kostet das jede Menge Zeit. Ja, aber mit 21 Sekunden ist definitiv angenehmer, ne? Mhm. Es ging schnell. Und die Szene hat gewechselt. Das muss das Mental Lock gewesen sein. I didn't get hit, did I? There is no effect on your body, Dante. Hit my soul hard enough. While you were unconscious, a television and an old book appeared. I want to get off this ride. If my calculations are correct, it will be over soon. Ja, es sollte definitiv bald vorbei sein. Okay. Shoot to death. 3 minutes, Dante. Ja, wir müssen wieder im Fernseher gucken, ne? Oh. An old fashioned. Turn the dial. Mit 6, ne? So. Jetzt wird jemand erschossen. Ja, ich glaube schon, das ist schon okay, dass das ab 18 ist. Jo. Das ist schon ganz schön grausam. This was the third victim of the original Cyclops killer. Why does Iris know that? Ja, das verstehe ich auch nicht. The possibility that she saw it online or on TV. She even reproduced the circumstances of the killing.
Would her imagination explain that? Date, we have no direct evidence. For now, we must continue investigating. Right. Brauchen die Knarre, ne? Wir brauchen die Knarre. War hier mit Locker vielleicht irgendwas noch? Ist hier neben der Knarre? Ja, ich überleg gerade. Können wir irgendwas dahin schieben? Können wir auf den Rauf klettern? Listen? Ne, ich glaube open. Open? Meinst du? Ja. Ich glaube ja. Aiba? It's alright. More importantly. Ja. Ja. Und dadurch fällt gleich die Knarre runter. Ja. Ist das dumm. Dumm, aber schlau. Hey, warte mal. Alter. Wie gut, dass die Zeit nicht weiterläuft. Ja. Nee, die können wir noch oben schmeißen, oder? Nee, auch nicht. What the fuck? Er wollte uns eigentlich verarschen. Da hat ja irgendwer okay. Richtig, hat ja irgendwer richtig Langeweile gehabt. Der zu viel Rock of Ages gespielt anscheinend. Jo. Rock of Ages. Oh. Ist jetzt bald mal gut hier? Hat die Person erschossen? Ja. Im Spiegel. Alter. Ja. Wir. Sind das wir? Bin der Meinung, das waren wir, ja. Entweder sind das wir oder eine Person, die wir noch nicht gesehen haben. Jetzt mal, ja. Disassociated Persona. Warum haben das nur 5% aller Spieler? Weil die wahrscheinlich eine Trophy für den anderen Weg bekommen haben. Sind die oder denn nicht dumm? Oder ja, du kannst es ja auch nicht schaffen. Ja, aber dann hast du Retry, dann fängst du einfach wieder von vorne an. Glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Kriegst du es aber nie raus. Meinst du? Ja. What happened in that somnium? So. We saw it too. The four murdered women are without a doubt the victims of the original Cyclops serial killings. That means... The murders that occurred 6 years ago are these memory fragments that coalesced in this somnium. No. That means the person who killed them was... Me. It was me. Mario. Was denn Iris? Ist noch unten. Ja, sicher? Ja. About the original, erstmal. Didn't I tell you? The entire case is a state secret. No matter how many times you ask, I won't tell you anything. Meinst du nicht, es wäre sinnvoll, uns was darüber zu sagen? The Cyclops killer appeared 6 years ago. I lost my memory 6 years ago. Mm-hmm. There has to be some kind of connection. Mm-hmm. There isn't. It's a coincidence.
Ja, ist ein Zufall. Really? Really? You can't dream of something you know nothing about. That means Iris must know about the killings. 6 years ago, Iris was 12. Did she witness the crime at age 12? And not just one, but all four? Iris war 12, als die ersten passiert sind, und Mizuki ist jetzt 12. Und ja, hat auch schon 2 Morde gesehen. Quasi. Meinst du, okay, das ist ein Zufall? Oh, nee, nicht wirklich. Help me understand this. What I saw during the sink earlier, that was the scene of the original Cyclops serial killings, right? Yeah. So the person doing the killing was the original Cyclops killer. Right. Did you see him? He was... I saw your face. Yeah. The original Cyclops killer was... It can't be. That's impossible. Date, you cannot say that for certain. You have no memories past 6 years ago. Was passiert jetzt? So perhaps, Mr. Date, you are the killer. You're missing your left eye. Yeah. So you steal them from others. Auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. You can't be the Cyclops killer. Really? Warum denn nicht? Of course not. Do you think I would hire a serial killer? Ja. You interrogated Iris before the sink. What you saw in the Somnium was just a manifestation of the fear you put in her. Das könnte auch nicht. Das könnte tatsächlich sein, ja. Dass das, was wir gesehen haben, einfach nur dem geschuldet ist, wie wir sie verhört haben. Dass sie so Angst vor uns hatte, dass sie uns mit, ja, mit dem Cyclops-Killer quasi gleichgesetzt hat. Oder sie weiß was. Ja. So. About the original. Remember what the boss said this morning. The original Cyclops killer has yet to be brought to justice. After the investigation got going, it was taken over by the government and classified. That was the last we heard anything about it. Of course, they paid lip service to the idea that the investigation was ongoing, but in reality, it was dropped completely. Aber warum haben die denn aufgehört, dem nachzustellen oder dem nachzugehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, die rote Figur. I saw him earlier. I saw someone else who might be the criminal. Who was he? I wouldn't know. Ah, natürlich. I don't believe there's any meaningful connection between the original and new Cyclops serial killings, I mean. Why is that? The culprit is not the same. I am absolutely certain the original Cyclops killer could not have committed these crimes. How can you be so sure? Because I can. Don't worry about it. Just trust me. Alter, das ist die ganze Zeit dieses typische 999-VLR-Ding, wo du genau weißt, die Leute wissen so viel mehr, als sie sagen. Ja. Die wissen so viel mehr. Du wirst einfach dumm dargestellt. Ja. Du wirst einfach im Regen stehen gelassen, ohne Information. The Sinker does not always experience the Somnium they expect. Dreams are pieced together from memories, even repressed subconscious ones. When using the Sink machine for an investigation, we don't always see the memories we expect to see. True, oftentimes a subject will subconsciously want to express their dark secrets and repressed memories. That is why we see them so often in Somnia, and why those Somnia are so useful for criminal investigations. But this is not a guarantee. We cannot control the content of our dreams, after all. Ja, das stimmt schon. Aber warum ist er denn jetzt bei ihr aufgetaucht? It's like I told you before. Dreams are pieced together from memories, even repressed subconscious ones.
This can be expressed as an equation. Das ist die richtige Frage. Also, warum bei ihr? Memory B plus memory C. Ja. This of course means that dream D is a fictional event. However, the same cannot necessarily be said about memory A, B and C. Those happened in reality. In other words, fiction is built from combinations of reality. So what I saw in Somnium earlier. Yes, I believe Iris actually witnessed those events. Meinst du? Könnte sein, ja. Ja, es könnte. Pewter, you said that memories happened in reality, right? But what about false memories? How do we know if the memory really happened? Even false memories are built from the pieces of real ones. If you disassemble those pieces, you will find real events. What about things you see in movies or television? The events might be fictional, but the experience is not. Our imaginations are limited to what we have seen. We cannot invent something whole cloth. Ja, durch das Gespräch mit den beiden habe ich nichts Neues rausgefunden. Oh, jo. Ja. Das Mysterium wurde nur schlimmer. Pewter shook. Okay. Dante, it looks like Iris is about to wake up. Got it. Okay, dann wieder ab zum Sinkraum. Ob sie uns jetzt auch umarmt? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Hey Iris, about that dream earlier. Dream? What dream? There is no point in asking her, Date. The subject of a sync does not experience somnium in the way that you do. They will not remember it. Warum muss Iva uns das jedes Mal sagen? From 6 years ago. Weil wir das anscheinend vergessen. I remember hearing it on the news. But I was just a little girl. I don't remember anything specific. You don't? No. What about the scene of the murder? I don't know. I've never been there. But... Dreams are pieced together from memories, even repressed subconscious ones. You can't dream of something you know nothing about. Date, could you take Iris home? Huh? Hä? We do not have enough evidence to hold her. Ernsthaft jetzt? Even in Somnium, ja. We couldn't find anything. Jetzt wird sie einfach gehen gelassen. You cannot decline, Date. Ja, du kannst das nicht ablehnen. Jetzt bringen wir sie oben. Ach, Quatsch. Obwohl, wundern wird mich hier gar nichts mehr. Mich auch nicht. Ich warte noch so richtig auf diesen What-Moment. Oh ja. Und er wird kommen. Oh ja. It's a bar in Golden Yokocho. You know about that place? Gehen wir mit uns ins Marble? Yeah, Mr. Okiura took me before. Why do you want to go there? There's something I want to talk about. We can't talk here? It might take a while. What do you think? There's no reason to refuse. Besides, there's a lot I want to ask her too. All right, sure. Ist sie jetzt mit ihrem Handy? Ja. Okay. Yo, Iva. Check mal. Check mal, was sie da schreibt. Ey, Iva! Iva! Feierabend. Ey, Iva hat nie Feierabend. Jo, auch nie. Jetzt kommt die. Oh, nö. Ja, jetzt geht's wieder zu Mama. Mama. Oder auch nicht. Mama war nicht da. Ota? Achso, dem hat sie wahrscheinlich geschrieben. Mhm. Tessa! Oh, Ota! Sein Blick, Alter. Ey, da steht Jägermeister.
Siehst du das? Ja. Ja, Ota, was bist du hier? Stimmt. Ist dein Handy nicht kaputt? No, this is my new one. You're thinking of the one I dropped in that puddle. Hat ein neues, okay. I was niling with Tessa earlier. She said she was going to Marble, so I got here just before you did. Look, I was really worried about her. She was about to be charged with a serious crime. Ja und? Ich habe nur die Beweise zusammengeführt. She left a little while ago. She said something about going to help an acquaintance. She told me to watch the place until she got back. How well do you know Mama? Not at all. It's my first time here. Hmm. What was that thing about? This actually works out nicely. Was sie geschrieben hatte. Ach so. I want to ask you something, Ota. It's about a Nile message you sent Iris. You said you wouldn't tell anyone about that thing. That you'd stay quiet no matter what. What were you talking about? I'll tell her about the two winter thing. I swear I'll do it. Jeez, fine. Just don't tell anyone else, okay? But before I tell you, who's that? What? At the door. Someone's standing outside. Sie hat mich auch gerade komisch angeguckt. Yakuza wieder? What? Wir haben uns verarscht. Das war genau der Moment. Eiskalt. Wie sind das dritte Opfer? Ja, nur dass unser Auge schon weg ist, kaputt ist. Oder? Eigentlich. Und also Alba war ganz kurz ausgeschaltet, ja. Und nicht, dass Alba uns zurückgehalten hat und jetzt drehen wir richtig durch. Als ich aufgewacht bin, lag ich auf dem Sofa. Unser Auge fehlt. Alba fehlt. Schmerzen im Nacken. Am Hals, wie auch immer. Monster. Looks like you're awake now. Sind die einfach abgehauen mit Alba oder was? Anscheinend ja. Wie spät ist es? It'll be 3 o'clock soon. What? In the morning, of course. Es ist bald 3. Ota, the boy I asked to watch the bar? I'd say he's too old to be called a boy, but yeah. He was already gone when I came back. All I saw was you getting your beauty sleep on the floor. Damn it, Ota. What are you thinking? Ah, Iba's Tochter. What were you doing during all this? My power was shut down due to the stun gun. I have rebooted in safe mode and am now operational. Alter. I tried. You wouldn't budge. I thought you were passed out drunk, so I left you like that. But I didn't have a glass in front of me, right? So you weren't drunk? Didn't have a single drop. Oh, I thought you were drinking straight out of the bottle. Just like the old days. Ich hab nicht aus der Flasche gesoffen. Wurde betäubt, Mann. Eingehender Anruf? The boss is calling. Achso. Ja, Boss ruft jetzt an. Date, listen. Stay calm, but this is an emergency. Notfall. Just now the killer. Well, just watch the video. Oh no. Iris.
Mutter? No, that's... The criminal is streaming this live. Das macht doch gar keinen Sinn. Source. Nee. Identify. The Okiura warehouse, Kohto District. Okiura? Date, focus. We need to get to the site now. Schnell hin da. Danke Mama, tschüss Mama. What's our ETA? Our destination is far from here. Oh Gott. Look auf die Tube. 20 Minuten. Please, please let me make it in time. That sick bastard. What? Dein Eisbärkostüm an? Mhm. Ich will das nicht gucken. Ich will jetzt Gas geben. Ich will ein Minigame, dass ich Auto fahre. Tessa! Hold on! I'll save you! Hota! Ich hab gerade das Spiel. Das ist doch totaler Fake. Stay away from Tessa! Das ist ja doch selber. Und das nimmt er da so auf, damit er einen Beweis hat. Oder was? Hm. Ja, wir sind jetzt ein Stück gefahren einfach. Er hat übelst Gas gegeben und das Gefühl über Zeit verloren und so. No, it can't be. Warum hat er so ein Eisbärkostüm an? Stop! Alter! Oh! Was? Stefan, sag was. Ja. Ja. Ich hab keine Ahnung, was es gerade sollte. Das ist doch fake. Yo! Krass, der Typ. Das Auto sieht aus wie aus dem PS2-Spiel, ey. Ich finde die Grafik völlig fein. Ja. Jetzt steht Ota da, oder was? In dieser Folge ist der Plot ja mal richtig explodiert. Ja, es ist Ota. Ota. Okay. Aber der wird sich ja kaum selbst umgebracht haben. Vielleicht, weil der Livestream was anderes sagt. Mhm. Wie das geklappt? Nee. Ist nur Befragung. Finally. I was looking all over for you. Kann nicht sein, wir waren ja unterwegs. Alba kann das beweisen. Und
It's rare to see you down like this, but it's understandable. You blame yourself for this, don't you? Beating yourself up about taking Iris to Marble, and about letting Ota get the upper hand on you. Am I right? Shall I tell you what Investigation HQ thinks? Na, was denken die? Matsushita is a criminal stalker who committed murder-suicide. Hm. Ota had a selfish love for Iris. He was under the delusion that Iris loved him too. But Iris refused Ota. So Ota decided that he and Iris should be together in the afterlife, killed her, then killed himself. Leute, jetzt mal im Ernst. Habt ihr irgendwo das Auge von Iris gefunden? Und ihr habt beide noch. Mhm. That's ridiculous. Ota would never kill Iris. And how do you explain the other two murders? Iris's left eye was hollowed out. Mm-hmm. Just like Renju and Shoko. Those three murders were definitely executed by the same person. The new Cyclops killer. There's no way that's Ota. Too many pieces don't fit. Too many contradictions, like killing Iris. Such as? Wie, such as? Da ist ein PC in der Ecke. War der die ganze Zeit schon da? Ja. Puh. Was mit dem Eisbärkostüm? Ja, das ist das Wichtigste. The culprit was wearing a polar bear costume, probably to hide their identity. But if murder-suicide was the plan, the costume served no purpose. Mhm. Mich macht das irgendwie fertig, dass sie nicht antwortet. Ja, irgendwie schon. Maybe he was thinking like this. Ah. The reason Iris and I can't be together is because her agency prohibits it. Making the president, Renju, the ultimate bad guy in his mind. Mizuki is Ota's close friend. Do you really think Ota would kill his friend's father? Mhm. Ota hatte auch keinen Grund, Shoko zu töten. Shoko was married to Renju. Maybe he was trying to get at Renju by killing her. That's a stretch. They've been divorced for years. Ota knows all about it. He wouldn't use Shoko to get to Renju. Aber sein Verhalten während des Videos war auch echt komisch. Also ich könnte wetten, dass, also, es sah nicht, also für mich wirkte es nicht, als wäre da noch jemand gewesen. Als wäre Ota selber in dem Eisbärenkostüm gewesen. Aber, vielleicht ist der echte Mörder dann da hingekommen. Hat ihn umgeklatscht, ihn ins Eisbärenkostüm gesteckt und auch zerhackstückelt. Ja, aber wurde denn ihre Leiche gefunden von Iris? Ja, die lag weiter hinten im... Hab ich gar nicht gesehen. Stay away from Tessa! Ota showed himself on the stream. If he was gonna kill Iris and then himself, why would he do that? The only reason you would show yourself like that is to prove that you weren't the culprit. Ota and the polar bear on the screen at the same time would prove that they're not the same person. That behavior would be totally unnecessary if he was gonna commit suicide anyway. Well, maybe he wasn't planning on dying at first. After he killed Iris, he realized that he couldn't live with himself. So he lies down on the workbench and turns on the ice cutting machine himself? I don't buy it. Ich glaube das auch nicht. There are some additional discrepancies. Weitere Diskrepanzen. The investigation report. Judging by his wound, Ota was stabbed in the side by a kitchen knife or something. Er wurde in die Seite gestochen. Are you sure? Mit dem Messer. I am. Und was sagt Boss dazu? I know that. Well, Ota could have stabbed himself. Maybe he thought it would be a fatal wound, but when it didn't work, he went for the ice cream. Jetzt irgendwie auf Ota schieben, das Gefühl. Shouldn't we have recovered the kitchen knife from the scene? Maybe he threw it in the ocean. Boss, come on. Ich sehe auch ihr Gesichtsausdruck gerade. Stabs himself in the gut, throws the knife over the side, then walks back to the warehouse? Ja.
Well, I wasn't being serious. I didn't think Ota was the culprit from the beginning. Uh-huh. He was just playing devil's advocate for HQ. Really? Okay. Yes, really. Anyway, Ota didn't kill anyone, and he didn't kill himself. Here's what I think happened. Stay away from Tessa! Ota knew Iris was kidnapped, so he rushed onto the scene. That's when he saw the culprit wearing the polar bear costume. He tried to fight him off, but ended up being stabbed in the side. He was weakened and losing blood at the culprit's mercy. The culprit forced him into the costume, then under the ice cutting machine. And then... Then, who is the culprit? I wish I knew. We're up to 4 victims. But Ota was a special circumstance. He wasn't specifically targeted by the culprit. Mm-hmm. Right. And he was the only one to not have his eye pulled out. So let's focus on the 3 other victims. Shoko, Renju, and Iris. What connects these 3? Connections. If you find a connection between the victims, you find a connection to the culprit. That's the theory of investigation. Ich glaube irgendwie, you think die hängen wirklich mit Mizuki irgendwie zusammen. Maybe not. That is a good starting point. Mizuki ist auf jeden Fall das Verbindungsstück zwischen den dreien. Iris Mother auch. Iris Mutter und Mizuki, die beiden sind die Verbindungsstücke. Ja. Obwohl Mizuki zu allen dreien eine Verbindung hat und die Mutter von Iris nur zu 2 Leuten. Mit Shoko hatte er sie nicht wirklich viel zu tun, ne? Richtig, genau. Mal gucken. Mizuki has the strongest connections with all 3 victims. Ja. Shoko und Renji were her parents. And she was close friends with Iris. Genau. She was good friends with Ota too. But that's why I could never believe Mizuki would kill all 4 of them. Ich glaube auch kaum, dass sie die Mörderin ist, aber... Hitomi and Renju are definitely linked. They were high school classmates. And she did say that she met Shoko twice. But I can't imagine she would kill Iris in such a gruesome way. Hey, sagt ja auch keiner, dass sie die Mörderin ist. It seems impossible to me. Aber sie ist auf jeden Fall ein Verbindungsstück. Otas Mutter hat die alle umgebracht. Mayumi had motive for killing Iris and Renju. Mayumi hated Iris, and she didn't think well of Lemnos Gate either. And since Renju is the president... Anyway... The weak point is Renju's ex-wife, Shoko. I can't imagine why Mayumi would kill her. And above all else, she would never harm her only son, let alone kill him. Das Einzige, was ich bei der Alten sehr komisch finde, ist, dass sie nie weiß, wo ihr Mann ist. Ja. Also wirklich, das macht mich irgendwie... Irgendwie finde ich das sehr, sehr... verdächtig. Kann auch einfach nur ja, sie sein. Ja, richtig, aber kann auch andere Gründe haben. So. Stimmt. Renju und Shoko were connected to the Komakuras. But there's no connection to Iris. Ja, keine von der du weißt. Vielleicht gibt's eine. So? So Sejima? Renju, Shoko and So. There is a connection between Renju and Shoko through the Komakuras. But again. I can't see any clear link to Iris. Ich. I know Renju and Shoko. And I'm connected to Iris. But I have an alibi. Aside from Shoko, there's no way I could have killed any of them. No, now that I think about it, Shoko too. I don't remember killing her. My memories from 6 years ago are missing. But I still have my memory of recent events. And if I start doubting myself now... Das finde ich jetzt aber... I can say without a doubt that there is zero possibility you are the new Cyclops killer. I have been working with you for years.
I know better than anyone that you are innocent. Iva ist es. Iva ist die Mörderin. Irgendwie. Boss. Of the people I know, I can't peg any of them as the murderer. And no leads to pursue? No. Then there's only one thing you can do. Continue your investigation. Do whatever it takes to get the culprit. To get justice for the victims. Machen wir. You're right. Got it, boss. Gut. Ich würde sagen, hier lassen wir es dann für heute. Das war eine sehr aufwühlende Folge. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Ehrlich zu sein. Ins Menü komme ich gerade auch nicht. Ich wollte mir gerade mal die Timeline angucken, aber ich komme gerade nicht ins Menü. Gucken wir dann nächste Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Falls ihr alles gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls noch nicht geschehen, Kritik gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von I, The Somnium Files. Bis See. Dann. See you. See. Tschüss. See you, tschüss.